So, vielen Dank, ne, für die Einladung. Willkommen auch von meiner Seite. Und ich finde schon hier zu sein und einen Vortrag zu halten sehr spannend für mich. Also wie gesagt, ich habe Elektrotechnik studiert. Und Vielfaltigkeit, wie man hört, auch von meinem Akzent, ist für mich sehr wichtig. Und auch von meinem Namen, man hört das. Und Gleichstrom ist auch eine unseres Themen, ne, unsere Themen in der Forschung, wo ich arbeite im Fraunhofer IPA. Aber vor der Mittagspause und in der Mittagspause haben wir vom Gleichstrom gehört. Wir haben verstanden, wieso es jetzt möglich ist, Gleichstrom in Energienetze einzusetzen und wieso es auch sinnvoll ist, und auch von ein paar Anwendungsbeispielen gehört. In diesem Vortrag möchte ich den Fokus darauf richten, welche Vorteile, welche Potenziale hat Gleichstrom in der Industrie und wie bereit ist die Gleichstromtechnologie dafür. So, zum Start ein paar Folien. Wir haben heute Vormittag gehört, wir müssen für die Klimaneutralität in 20 Jahren viel mehr aus grünem Strom beziehen, also erzeugen, auch von Wasserstoff möglicherweise, in dieser Studie haben Sie gesagt, und auch von Biomasse. Und wenn wir ohne Energieeffizienz das machen, müssen wir bis 17% mehr erzeugen. Was aber natürlich auch ein Problem sein könnte. Und daher Energieeffizienz ist eine Notwendigkeit auf der Verbraucherseite wie Industrie- und Gebäudesektor. Aber wenn wir mehr erneuerbare Energie ins Netz anschließen, haben wir da auch das Problem oder die Notwendigkeit, auch mit dieser Volatilität von der Energieerzeugung zu kämpfen oder mitzuleben. Und dafür ist auch das Thema Energieflexibilität auf der Verbraucherseite wichtig. Energieflexibilität ist eine Notwendigkeit, weil auch die Lasten müssen sich anpassen an was gerade im Netz erzeugt wird, was genau die erneuerbare Energie gerade erzeugen, aber auch eine Chance. Wie hier auch dargestellt auf der linken Seite, vielleicht ein bisschen klein, aber wir sehen in den letzten Jahren, dass auch Energiepreise sich massiv erhöht haben. Und wir haben vor 2020, die Preise waren 50 Euro pro Megawattstunde durchschnittlich oder sagen so immer weniger und noch nicht so gestreut. Jetzt ist die Variabilitätsspanne total groß, also von minus 500 Euro pro Megawattstunde bis zum 871 haben wir schon gesehen am Markt und mit einem durchschnittlichen Preis, der deutlich höher ist als 50 Euro pro Megawattstunde. So, jetzt ist dann eine Möglichkeit, Energieflexibilität für die Lasten, um die Energiekosten zu reduzieren. Wir haben auch das gehört, ne? Wir leben schon in einer Gleichstromwelt, so ein bisschen aggressiv gedacht, geschrieben, aber im Prinzip es ist so, Erzeuger sind oder Verbraucher, entweder haben die Struktur Gleichstrom oder verfügen über die C-Zwischenkreise. Vom Erzeuger bis zum Verbraucher, bis zum Beispiel Energieerzeugung, Solaranlage, Windanlage, Elektromobilität mit Batterien oder auch Energiespeicher und Netzanwendungen. Produktion, wie gesagt, Zwischenkreise für Roboter, für Drehzahlvariable Antriebe, aber auch LEDs und auch das Thema digitale Geräte und Rechenzentren. So, der Verbund von DC-Systemen über ein DC-Netz ist heutzutage eigentlich eine logische Konsequenz. Haben ja auch nichts Neues gesagt, wir haben das auch im Prinzip schon gehört, auch in der Mittagspause und jetzt auch die Darstellung. Mal ein Beispiel von dem Unterschied zwischen AC und DC-Netze. Hier sind zwei, ein AC-Netz, ein konventionelles AC-Netz in der Industrie. Wie ist es? Und diese Äquivalente mit Gleichstrom im Vergleich. Und plakativ dargestellt, also dieser unidirektionale Energiefluss vom Transformator bis zum Verbraucher. Wir haben einen Gleichrichter vor die Drehzahlvariable Antriebe und dann danach ein DC-AC-Wandlungsstufe. Aber auch diese Gleichrichter haben wir auch vor Batterien und die Stromerzeuger. Wenn wir ein DC-Netz haben, haben wir einen Netzkoppler, eine Netzkopplungsstelle, der die Gleichrichter macht und genau regelt, diese Austausch oder die Einspeisung ins DC-Netz, aber auch die Rückspeisung eventuell in AC-Netz. Das DC-Netz, diese 650 Volt, aber auch nicht so fest ist, kann auch ein Band sein. Wir haben auch für die Drehzahlvariablen-Antriebe keinen Gleichrichter mehr da. Wir haben einen DC-AC-Wandler und auch nur einen DC-DC-Wandler beim Energiespeicher und Energieerzeuger. Ich möchte mich hier nicht auf die technischen Aspekte so tief konzentrieren. Dafür gibt es dieses DC-Systemkonzept,
jetzt verfügbar auf der ODCA, also Open DC Alliance Website von ZVI. Wir haben auch Kollegen, die das vertreten. Und da sind Themen wie Erdungskonzepte, Schutzkonzepte, EMV und Netzregelung adressiert. Stattdessen möchte ich mich auf die Potenziale konzentrieren. Also was bringt uns ein Gleichstromnetz, nochmal plakativ dargestellt. Es ist ein neues System, also nicht neu, es ist keine veraltete Technologie, aber es ist ein Systemansatz. Wir haben kein Wechselstromsystem, wir haben ein DC-Netz in der Energieversorgung. Wir könnten Energie rekuperieren von den Bremsphasen, von den Drehzahl-Variable-Antrieben. Und diese Energie, anstatt in Bremswiderstände in Wärme zu wandeln, können wir direkt ins Netz einspeisen und direkt nutzen. Wir haben bei einer effizienten Nutzung von eigener Energieerzeugung, und das ist dadurch, dass wir nur einen DC-DC-Wandler haben, was effizienter ist als noch ein Gleichrichter da, und das passiert auch für Energiespeicher. Wir können dadurch, dass wir auch in eine Netzkopplungsstelle haben, teilweise die Störungen vom AC-Netz filtern, und daher können wir Produktionsausfälle auch verhindern. Und dann, wir haben jetzt ein Mikronetz, ne? Also das heißt ein Verbund von mehreren Lasten, also mit auch dezentraler Energie und Energiespeicher, durch eine Netzkopplungsstelle. Das bringt auch uns mehr Flexibilität, auch durch intelligente Steuerung vom öffentlichen Netz, und das natürlich den Vorteil, wie ich mich auch von dem externe Situation auch anzupassen. Aber wie groß sind diese Potenziale? Das möchten wir jetzt antworten anhand Beispiel aus der Praxis, auch mit der wissenschaftlicher Sicht, ne, die ich auch mit in meinen Job bringe. Und zwar hier habe ich ein paar Beispiele mitgebracht von existierenden oder implementierten, ne, DC-Netz-Forschungsprojekt, diesem erwähnt wurde, DC-Industrie, aber außerhalb jetzt zum Beispiel Schaltbau. Und wir sehen auf der linken Seite Produktionsanlage wie Roboterzelle, die vom Mercedes-Benz, BMW und KUKA. Wir haben Elektrohängebahn auch in DC versorgt, Werkzeugmaschine wie Holzbearbeitungsmaschine und auch Fördertechnik, ne, für Logistiksysteme auch. Und das sind aber kleinere Systeme, wir haben auch in großen gesehen, diese Anlage, wie die Gebäude 60 vom Phonix-Kontakt in der Mittagspause, auch Schaltbau, die Factory 56, aber auch, die Next Factory und die Factory 56 ist hier unten rechts dargestellt von Mercedes-Benz. Also von dieser Vielfalt, auch in dieser Situation haben wir eine Vielfaltigkeit von Anwendungsszenarios, können wir diese Potenziale auch quantifizieren. Also wir haben gesehen, durch diese Erfahrungen, ne, in Forschungsprojekten und existierende Anlage, in Produktionsanlage können wir bis zu 15% Energie einsparen. Am meisten, wo wir bewegende Masse haben und durch die Rekuperation diese Energie nicht verschwenden, einfach wieder nutzen. Im Gesamtsystem haben wir 8-12% Energieeinsparung, wo wir auch genau andere Verbraucher dazu haben. Wir haben gesehen, wir können die Gleichrichterleistung reduzieren, dadurch, dass wir nicht mehr kleinere Gleichrichter haben, sondern ein Gleichrichter, die anhand dem gesamten Netz ausgelegt ist. Und wir haben auch eine Ansparung von Kupfer. Frau Griechel hat auch erwähnt, anstatt 4 oder 5 Adern in Kabeln haben wir 3 bis 4. So, wir haben auch eine Reduzierung vom Kupfereinsatz. Und hier sind noch die Potenziale plakativ dargestellt, durch auch ein paar Paper und die Untersuchungen, die wir gemacht haben. Wir haben eine höhere Energiesystemverfügbarkeit, wir haben einen Kupfereinsatz, haben wir auch diese Ressourceneffizienz, haben wir auch da Lastspitzen am Netzanschlusspunkt, können wir auch reduzieren mit Energieeinsparung, die genau das Thema von Bremsenergie kommt und auch für die Reduktion von Umwandlungs- und Leitungsverlusten bis zur Halbierung von diesen Verlusten. Und jetzt, dass wir gesagt haben, okay, das ist super cool, wir haben so viele Vorteile. Die sind natürlich, wir müssen schauen anhand welche Beispiele. Aber wie bereit ist die Gleichstromtechnologie dafür? Weil wenn wir sagen, wir haben Potenziale, aber jetzt schaffen wir so ein Netz zu bauen. Also wir sehen, ich habe hier das Beispiel von dem Valley of Death, von der Innovation. Hier ist die Darstellung von Markham. Er sagt, okay, eine Innovation über die Zeit hat eine Phase, eine erste Phase mit viel Investitionen vom privater Seite in den Grundlageforschung und Forschung. Und am Ende kommt die Phase der Kommerzialisierung und den Einsatz in der Industrie. Und hier sind die private Investitionen.
wichtig einfach, weil es gibt schon, ist zu profitabel. Und in der Mitte gibt es diese Value of Debt, weil es keine Grundlage Forschung gibt, aber für die Industrie ist noch riskant. Die Profitabilität ist noch nicht gegeben. Und daher könnte eine Innovation zündet the Value of Debt und nicht mehr, nie wieder in die Öffentlichkeit gehen. Wo stehen wir mit Gleichstrom? Wir sehen fast am Ende des Tals, weil wir sehen, dass schon Forschung hat stattgefunden, Grundlage Forschung auch, Projekte wie DC Industrie 1 und 2, die diese ganzheitliche, also systematischen Fokus hatten auf das Netz. Es gibt noch Forschungsprojekte, die laufen, auch Teilaspekte, aber auch einige Fragen bleiben offen. Auf der Seite von der Kommerzialisierung, der Einsatz in der Industrie ist schon gestartet. Wir haben Produkte am Markt und wir haben auch Anwendungen, reale Anwendungen. Leider die Wirtschaftlichkeit von diesen Beispielen ist nicht immer gegeben. Deswegen ist es oft der Fall, aber muss gecheckt werden. Sagen wir so, jetzt um das Tal zu überwinden, müssen sowohl private Investitionen als auch öffentliche Investitionen sind notwendig, um diese Technologie tatsächlich bereit für die Energiewende zu machen. Jetzt hier ein Beispiel habe ich mitgebracht, eine qualitative Marktanalyse von Geräten, die schon an Markt sind und die kompatibel mit dieser Richtlinie vom ODCA, vom Open DC Alliance. Und man sieht, dass viele Geräte sind schon verfügbar. An mancher Stelle aber, wo genau, also für zum Beispiel Bundler für eine Anbindung von Lasten oder Sicherungselemente oder Filter nicht für alle Leistungsklasse gegeben ist. Und diese Marktanalyse ist qualitativ und würde anhand dieser ODCA-Richtlinie, aber es gibt auch andere Beispiele, die genutzt werden können, wie zum Beispiel CurrentOS, wurde schon erwähnt, jetzt sehe ich ein bisschen den Satz, die beide zum Beispiel, aber es gibt auch andere, Emerge Alliance oder so, die sind kompatibel, aber zwar nicht identisch und es gibt einen Bedarf nach nationale hier und internationale normative Harmonisierung, um die Kommerzialisierung von diesen Produkten zu beschleunigen. Und zum Schluss habe ich noch die Meinung von der Industrie mitgebracht. Das sind die Ergebnisse aus einem Umfrage von dem Energieeffizienzindex von der Universität Stuttgart und wurde nachgefragt, was denken Sie, was ist Ihre Meinung bezüglich Gleichstrom? Und wir sehen, dass 30% sagen, ich weiß es nicht, die Potenziale und Möglichkeiten sind mir unklar. Wir sehen, dass 22% denken darüber nach, ne? Sie möchten jetzt sehen, welche Potenziale ich habe und 17%, also 12% sind entweder schon Implementierung oder nutzen das schon, vielleicht auch in Teilanwendungen, also in Insellösungen und Teilanwendungen mit PV-Anlage, Ladestationen und Speichersystemen. Aber wir haben auch eine Minderheit, das genau jetzt das Thema der Zeit ablehnt. Aber wenn danach gefragt wurde, wo braucht man Informationen nach Wasserstoff, ist Gleichstrom eigentlich sehr wichtig anscheinend. Man braucht Informationen oder braucht Unterstützung und Bedarf. Und wir sehen auch nach unserer Erfahrung, auch ich glaube, meine Kollegen würden das Gleiche sagen vom ODCA oder vom Projekt DC Industrie, dass eigentlich dieser Austausch von den Meinungen, von der Erfahrung, also von Erfahrungen und so, ist super wichtig. ODCA bietet eine Plattform dafür, für auch Projekte, die jetzt laufen oder Erfahrungen, aber auch das Thema von Systemintegratoren, also die Unternehmen, die also Unternehmen oder Systemintegratoren oder Planer, die Unternehmen unterstützen, zu verstehen, wo Gleichstrom ein Potenzial hat und wie das umgesetzt werden könnte. So, wir sehen vom Vortrag her, ich bin abschließen und sagen, okay, wir sehen, dass ein paar Schritte sollen noch gemacht werden für Gleichstrom, aber um diese Technologie, bereit für die Energiewende zu machen, wird die Welt nicht gerettet, aber ein Teil, ein Beitrag kann dafür leisten. Und wir müssen nur daran bleiben, genau, also wir sind sehr engagiert dafür. Und damit, glaube ich, bin ich am Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen, auch später in einer Veranstaltung. Vielen Dank.